Ja, und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Diablo 3 mit dem Foxy, dem Zillord und mir. Hallöchen. Zeit zu Ja, hallo. sterben. Genau, Zeit für euch zu sterben. Ja. Und ja. Wow, bei mir wird immer noch angezeigt, dass irgendwelche Leute im Battle.net on sind. Angegangen sind, egal. Ja, das geht nicht. Rennen. Erstmal alle blockieren. Da stehen zwar die echten Namen von denen dran, aber ich scheiße darauf. Egal. Jetzt sind die Leute, die ich aus WoW habe, also. Boah, wir fetzen die voll weg. Voll die tödlichen Barbaren hier. Und Kreuzritter und. Segen des Oh. Lichts. Oh ja, wir haben ja noch gar nicht gesagt, mit wem wir spielen. Also, ich Ja. spiele Magierin. Ja, er spielt Magier. Foxy spielt Magierin. Der Zillord den Barbaren und ich den Kreuzritter. Pum. Das reicht schon für euch, also. Ich benötige mehr Zorn. Ja, und wir wollen halt bis. Wir spielen einfach das ganze Spiel durch. Halt Akt 5. Mal gucken, ob wir länger machen. Ja. Vielleicht. Vielleicht können wir dann jetzt vorstellen. Und mit deinem Mega-Kamehameha da. So eine kleine Kamehameha. Da kann ich Genki Dama. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Oha, zum geschlachteten Kalb in Tristram. So, erstmal in die Beutetruhe gehen. Ich hab immer noch Frame-Einbrüche. Cool. Cool. Quelle. Katalog. Ja, ich habe hier ein bisschen Zeug schon. Also, so 10.000 Kristalle und legendäre Gegenstände und sonstigen Scheiß und Färbemittel und so, also. Ich hab 4 Seiten voll davon. Echt? Ich hab 3 Seiten. Ich habe Marco versprochen. Ihn oh ja, ich habe auch ein bisschen mehr Gold und so. Hey, wo sind ihr? Der Typ da unten, der hat Marco versprochen, ihn zu beschützen. Jetzt ist er tot. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Auf zu Lea. Marco? Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Die Dorfbewohner haben viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram. Seid ihr Lea? Ich hasse den armen Deckard Kane unterbrochen. Ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Kane in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, cool. um die Miliz zu alarmieren, doch... Cool. Passt auf, die Verwundeten! Sie oh nein! Monster! Zombies! Redet bei euch eigentlich dann euer Charakter oder meiner, wenn ich mit ihm rede? Ja, deiner redet dann. Die Toten okay. werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Zum Beispiel die Toten wieder zur Ruhe zu betten? Dabei kann ich helfen. Dabei kann ich helfen. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Cool. Quelle, Katalog. Seit 6 ja. Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann gibt's Rumford und Buch. Die anderen Doch, verlieren die Hoffnung. Echt ich cool. sage ihnen, ich sie schon. Sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Sich unter der Erde war ein paar interessante Sachen gefunden. Und cool. übrigens, wir spielen auch Schwierigkeitsgrad schwer. Ja, das und wir haben alle schon unendlich viel Gold, bis auf Foxy, aber der ist ja eh Foxy. Ja, die schenke mir später noch Gold. Hab ich gehört. Also jetzt so. Kommt mal ihr Bimbos. Bimbo! Den Lord muss den Spielemeister ärgern. Ich komme um zu helfen. Also wir reden schon mal mit Rumford. Machen die die Quest weiter. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern ab. Sie greifen die Barrikaden an! Cool! Ihr habt einfach diesen schönen Dialog übersprungen. Und dabei haben ja. wir doch abgemacht, dass wir das nicht tun. Ich hab das nicht gemacht. Das ist was du. Foxy? Das ist eine von diesen Nein. Ich, Deckard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Asylas abgeschlachteten Amazonen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und ja, wirken ja. sie wieder als lebende Tote hervor. Du musst ja vorgehen, ich bin nur ein Zauberer drin. Hey, und ich häng ganz hinterher, oder was? Bimbaus. Ja, der Barbar hat halt... Der ist zu Beine. Geil aufs Barbarieren, oder was? Barbarieren, ey. Ja. Oh mein Gott, die Snacken, habt ihr das gesehen? Ich höre mir jetzt das ganze. Ich höre mir auch das ganze Wissen an. Jo. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen.
Die auferstandenen cool. Toten waren jedoch nur der Anfang. Cool. Was? Sag zu allem einfach cool. Cool, ich habe eine robuste Stofftunika. Was? Eine robuste, meine ich. Oh ja, und damit ihr wisst, Zelot und ich, wir sind schon Paragon. Also ich bin Paragon Stufe 18 und Zelot ist Stufe 13. Neues Wissen. Hier ist ein Schild. Cool. Oh, alte Andenkenschachtel. Los, greif an. Folter und noch Schlimmeres werden von Tag zu Tag. Bin ich dein Pokémon? Was los, Pokémon, greif an. Freezer ist gleich Mewtwo. Wow. Das sind diese Special Effects. Ja, die mir gerade vor den Frame-Einbruch gebracht haben. Hab so einen kleinen Frame, hab so einen Frame-Einbruch, also BAM! Lauft, rettet euer Leben! Lauft, rettet euer Leben, ihr kleinen Spasten! Müssen wir hier rein? Ja, ja. Feuchte Keller. Ja, da ist immer so feucht. So in die feuchten Tiefen und so. Guck mal, ist eine Truhe. Gold. Oh mein Gott, da kommen Drachen. Was, Drachen? Drachen. Oh mein Gott. Das Spiel. Er beschützt mich! Aua, aua! Hey, was macht denn das, was ich gerade gemacht habe? Guck mal, ich kann wie Pikachu Blitzschlag machen. Piu, piu, piu! Donnerblitz! Donnerblitz! Donnerschweif! Donnerkeil! Weißt du, was gibt's? Ha? Nein, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Alter, das ist so gefährlich. Hier noch was, was hier eine Lichtwelle liegt. Bricht aus eurem Schild hervor und blendet die Gegner. Wow. Wow. Ach, Runen werden erst, habe ich über 6 freigeschaltet. Cool. Ja, leider. Wir müssen kurz warten. Ja, wir müssen kurz ach, warten. Ach, da ist er schon. Guck mal, da ist so ein Karren. Da ist der Karren kaputt. Da war gar nichts drin. Echt? Oh, jetzt hast du mich wieder an den Linkspiraten erinnert. Bahnpirat. Oh. Das hat Bahnpirat Pudding im Gesicht, ey. Boah. Das hat der Bahnpirat Pudding in der Fresse. Ich werde solche Leute nicht verlinken. Das kann der Foxy tun. Ja. Ich kenne ihn noch nicht mal. Ach, wir schicken dir die Videos einfach. Du bist auch so gestört. Oh ja, da unten kann man ja in dieses Cool-Level rein, das es in diesem Spiel eigentlich gar nicht gibt. Dazu brauchen wir aber immer noch den Hirtenstab, den ich nicht habe. Irgendwann. Irgendwann kommen wir da auch noch rein. Oh, das geht aber schnell mit dem Level hier. Ja, wir sind auch zu dritt und spielen auch schwer. Nee, das ist. Oh. Arkane Kugeln, wart mal. Was, Arkane Popel oder Kugeln? Arkane Popelkugeln. Cool, Quelle. Oh, guck mal wieder, cool, das sieht aus. Wow. Ach du heilige Scheiße, ist der Angriff neu? Ich hab keine Ahnung. Jetzt macht er seinen OP-Angriff. Das ist eine Zeit mit Hypo-Solz. Das sieht aus wie so ein schwarzes Loch, kennt ihr das sogar? Ja, ja. Nicht schwarzes Loch, so was ähnliches, so. Die Galaxie. Wo laufen wir hin? Oh, Reisetag. Wir verfolgen die auch noch. Oh mein Gott, da kommen sie. Wurde ich eines entsetzlichen Anblicks gewahr. Ein Berg Leichen. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neutristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Tötet die scheußliche Königin in den alten Ruinen. Ja. Wo sind denn die alten Ruinen? Die sind jetzt da, wo der Zähler... Einfach den Weg folgen. Ja, einfach den Weg lang. Ich habe jetzt ich hoffe, man merkt es nicht so groß, wenn ich so Frame-Einbrüche habe. Nicht so wie beim OBS, dass es einfach so stehen bleibt. Müsste theoretisch nicht stehen bleiben. Ja, okay. Theoretisch gesehen. Alt Tristram. Aber du brauchst mal einen Lampen neuen PC. Wandelte einst an diesem Ort. Wer du? Du. Nein. Update nur mehr, brauch nur mehr Arbeitsspeicher. Du hast doch schon 32. Ja, muss auf 64 updaten. Genau. Ja, das geht sogar. Brauchst bloß ein Board, das du unterstützt. Oh, da ist ein Speer, ja. Hier unten sind komische Stachelschweinchen. Echt cool. Nur Geduld. Oder was das ist? Das war mein Blendschlag. Ich schieße aus meinem Schild so einen hässlichen Blitzschlag raus und es blendet die dann. Oder so. So, ich blende die einfach mit meinem Antlitz. Weil ich ja so awesome bin. Der Zelot ist Stufe 6, der ist ein Cheater. Unfairer Spielvorteil. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ah. Gepriesen sei Akara. Ja, unfairer Spielvorteil gegenüber Foxy.
Was denn? Unfairer Spielvorteil uns gegenüber. Ich habe die Rune gebrüll. Arkanüberladung. Arkanüberladung. Ja, ich habe so einen geilen Speer. Oh yeah. Schwungangriff. Schwingt einen mystischen Pflege, der Gegner von euch großen Schaden zufügt. Sollen wir hier rein eigentlich? Hier in dieses Loch? Ja, klar, kommen wir da rein. Jetzt wir wartet können, doch mal. Okay, weil wir können da theoretisch gesehen direkt wieder zurück. Ja, wir können, wir gehen auch jetzt rein, wenn Ausgang fertig ist. Ich hab Schuhe gefunden. Also ich mach mal die Rune mit dem Bestrafung irgendwas Ding rein. Cool, da ist gerade so ein Haus kaputt gegangen. Der Angriff ist so langsam. In den Brunnen. Keller. Erwartet kurz. Cool, mein Schild fängt an. Was ist denn hier? Da sind ganz viele Mongos. Echt? Der Angriff bringt nichts. Boah, ich zieh voll wenig ab, ne? Ich greif voll langsam an. Krieg ich mal ein. Das hält ja voll lange. Oh, das ist eine Kiste. Gold! Ich hab. Ja, für mich und Afrika ist das nicht hier Gold. Ich hab eine exquisite Essenz erhalten. Sowas kann ich überhaupt noch kriegen, cool. So, dann müssen wir zurückgehen zum Rumpelmeister, der Rumpfrau. Aber dann müssen wir direkt wieder gehen. So was, Rumpffrau, cool. Ne, zum Fortmeister müssen wir. Achso, zum Rumpelmeister, zum Gerümpelmeister oder was? Mhm, ich warte, bis du da bist. Cool. Danke, Foxy. Ja, ich weiß nicht, ob du die Dialoge da hinten kriegst. Nö. Ja, dann warten wir kurz. Dann kann ich denn schon mal einen ersten legendären Gegenstand angeben. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? 50, sie will die 60. Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Welche auf 24 und 21? Sie hat Mut. Mit etwas Hilfe könnte sie Kane tatsächlich noch retten. Also ich könnte legendären Zweihandstreitkolben benutzen auf Stufe 64. Yeah, schon wieder neue Schuhe. Ja, Alter, ein Schild, der macht ein... Alter, gib mir einen Schutz von 61, also. Da muss man nur ja sagen. So, die Lea. Und lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Der Dirty, unser Dirty Foxy, der macht es schon. Aha. So wie Dirty Harry. Wir haben noch keinen Edelsteinhändler, oder? Nein, den haben wir noch nicht. Glaube ich zumindest. Ich könnte einen Gegenstand herstellen. Einen rostigen Flegel des Lehrlings. Ja, stell ich mal her. Habe eh genug Material und Gold. Einfach mal viel besser als das, was ich habe. Also ich stelle mir schon mal OP-Zeug her. Oh wei. Unfaire Spielvorteil. Habt ihr eigentlich auch das Schwert bekommen vom Skelettkönig, als ihr das Spiel durchgespielt habt? Welches Schwert vom Skelettkönig? Ja, Skelettkönig. Ja, mit dem er erschlagen wurde. Nö. Also man sieht ja später. Spoiler, ich weiß nicht mal, welchen Skelettkönig. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Der Zweihänder, legendäre Zweihänder. Du musst uns jetzt nicht alles spoilern. Er spoilert uns voll. Ich weiß noch mal, was du ausgesucht hast. Ich hab doch nur gesagt, wie der legendäre Gegenstand heißt. Trotzdem. War meine Mutter. Wie siehst du denn jetzt auch einmal aus? Unfaires Spielvorteilzeug habe ich jetzt. Guck mal, ich bin halb nackt noch. Und euer Vater? Der Leute, der sieht schon mal geil aus, also. Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Oh, damit sprichst du wahrscheinlich von Aiden. Das, diese mysteriösen Wanderer. Das war der Typ, das war der Hauptcharakter so, aus Diablo 1. Das, wieso? Das ist der Hauptcharakter aus Dings, aus Diablo 1. Was? Ich hab Diablo 1 noch nicht gespielt. Ja, das hast du eigentlich gespielt, der Diablo 1 spielen wollte. Ja, jetzt hast du mir alles zerstört. Ich hab dir den ganzen Leben zerstört, oder was? Ja, genau. Das ist ein Mann? Ja, auf jeden Fall. Also der Boss. Ja,
Bam, 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 bam. Hey, Trank. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber... Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und... Wie der gerade gesagt, das gesagt hat, das greifst du an. Einfach so ohne irgendwas kommt dieser Angriff so raus. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten... Ich habe noch nie von den Kreuzrittern gehört. Ich habe noch nie von den Kreuzrittern gehört. Wir sind Diener des Glaubens der Zakarum. Wir kommen aus dem Osten und sind erst kürzlich in diesen Landen angekommen. Einige von uns jedenfalls. Hey, ich will es da hören. Nun, ich hoffe, ihr plant nicht, die Menschen hier mit dem Schwert zu... Oh Gott, haut da einfach, die waren kaputt. Oha. Hey, unfaires Spielvorteil. Hört auf, Zombies ohne mich zu töten. Unfair. In diesem Spiel kriegst du wenigstens die EP noch. Nicht wie bei anderen Spielen. Welchen anderen Spielen? Nee, die sage ich jetzt nicht. Bin mir böse. Boah, Alter, Asuka nicht aufsammeln. Der war für Foxy, du Idiot. Echt? Hey. Fox? Tut mir leid. Der will einfach alles haben und verkaufen. Ninja Looter. Der ist genauso in Borderlands 2. Hey, das ist noch dieser Grundgedanke damals von WoW, von diesem Classic Dungeon. Da war ich auch Ninja Looter. Da wurde ich sogar als asozial bezeichnet. Die haben das ja jetzt komplett umgestellt. Ja, seit Burning Crusade war das, aber in den Classic Dungeons geht es immer noch so. Weil es einfach in der Grunddatei drin geschrieben steht, die wollen das. Die sind wahrscheinlich zu faul, das zu ändern. Ja. Nein. Bis Level 60 ist ja nicht mehr so lang. Ja, bis Level 60 ist zwar nicht so lang, aber trotzdem, wenn du die Dungeons machst, mit anderen Leuten, die du nicht kennst, die pisst es schon mal an. Hab nichts gemacht. Ja, es gab natürlich wieder Zombies. Ohne uns. Tja. Kannst halt. Guck mal, wir können da aus dem Loch reingehen. Der Loch der Macht. Was Juhu. Loch der Macht? Cool. Gab's hier schon? Guck mal, das Loch, das riesige Loch. Oh, was da ist? Das ist so blaues Blut. Ja, das ist... Das, was da runtergefallen ist, es war bestimmt König, ich weiß. Blaues Blut. Sucht in der Kathedrale nach Hinweisen auf Deckard Cain. Achso, wir treffen hier wahrscheinlich unser Big Boss. Unser Big Boss? Ja, Deckard Cain. Unfairer Spielvorteil. Die Protesten mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen. Und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Und so ran schießen hoch. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Eine Düsternis, die selbst ich nicht ergründen kann. Aua! Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Ich mach meinen Level 7er Sprung. Eisenhaut. Ich hab Diamantenhaut. Sieht dann aus. Oh, guck mal, ich leuchte. Jetzt ein. Oh, das ist aber kurz. Komm weiter. Okay, das mache ich. Wie sehe ich da aus? Cool. Da ist nichts. Wo müssen wir da hin? Da ist nichts, Asuka. Achso, cool. Hinter Gittern. Hol mich raus. Ja. Ist auch am geilsten, wenn du den Champion-Skill hast. Das pannt sich dann so ein Riesen-Goliath. Ein Riesen-Goliath, oder? Ja, das ist richtig geil eigentlich.
robuste Lederarms. Du musst mir natürlich auch meine Skills spoilern, oder? Warum spoilern? Kannst du einfach nachsehen. Trotzdem, ich wusste nicht davon. Spoiler. Unfairer Spielvorteil. Aber ich wollte nur damit helfen. Unfairer Spielvorteil. Ja, ja, das habe ich gesehen. Du wolltest den Kronleuchter wieder auf meinen Kopf werfen. Nein, nein, nein. Ja. Mann, wie viel Gold hier? Hui. Ja, weil hier so ein guter Asker da ist. Oh, oh, der Mortar ist gerade Foxy töten. Ja. Naja, das merke ich mir. Ein größter Kantinkel hier. Weiberbogen. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Guck hier nach oben. Hier auf der anderen Seite hoch. Sicherer. Nicht genug Zorn. Toter Chinese. Du bist voll der Chines. Ein Waffenstandard. Ein Waffenstandard, cool. Oh cool, hier sind Fässer. Papier drin. Und toter Dorfbewohner. Ein Schreiberpult. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorsteht. Oh mein Gott, das ist in ihn, renn! Aus das Angst, ist ein Alien. Den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu. Auch kein Alien. Uns in den Tod. Ich finde mein Eisenhaus-Skill voll cool. Erst nur ganz kurz. Ich weiß, aber trotzdem. Oje, was wird das sein? Nein, Biber. Oh, ein Boss! Noch nicht hingehen. Ja, ich würde sagen, bevor wir zum Boss gehen, machen wir kurz eine kleine Pause, oder? Ich hab schon eine Pause gehabt. Trotzdem. Wir machen kurz eine Pause, okay? Okay. Ja, ich sage, wir machen Pause. Also bis gleich. Ja.